Hallihallo, ihr alle. Ich bin gerade mal wieder mit den Hunden unterwegs und dachte, ich nehme euch mal mit, weil es schon wieder viel zu lang her ist, seit wir einfach mal so gequatscht haben. Und ja, jetzt sitze ich hier, ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade mich beeilt habe, den Berg hochzukommen. Und die Hunde wuseln hier überall rum und nerven. Das Wetter ist extrem matschig. Ich bin schon total oft ausgerutscht, gerade auf dem Weg hierher, aber es ist nicht besonders weit. Aber die Sonne scheint und es ist angenehm, nicht besonders kalt. Deswegen bin ich eigentlich ein bisschen zu warm angezogen, aber naja, was soll's. Besser zu warm als zu kalt, ne? Ja, was wollte ich euch noch berichten? Ach genau, diesen Monat wird es voraussichtlich keine Hauls von mir geben, da ich mich einem Februar-Kaufverbot unterzogen habe sozusagen, weil ich etwas schockiert war von meinem gesammelten oder kollektiven Haul-Video der letzten 4 Wochen, wie viel Geld ich eigentlich ausgegeben habe für irgendwelchen Kram. Und dachte mir, okay, das muss ich jetzt ein bisschen einschränken. Ich habe diesen Monat viel zu viel ausgegeben. Im Februar wird keine Kosmetik gekauft, nichts. Und bisher habe ich mich auch daran gehalten und habe überhaupt nichts gekauft, obwohl ich eigentlich dringend einen neuen Mascara bräuchte. Meiner ist schon staubtrocken, habe ich das Gefühl. Ich pudere meine Wimpern mehr damit, als dass ich sie da mit umschichte, wie auch immer. Jedenfalls, mal gucken, wenn ich mir das nachkaufe, dann werde ich das doch nicht als Brechen des Kaufverbots interpretieren, denn schließlich ist das eine Sache, die ich täglich benutze und wenn die alle geht, dann ist das okay. Ich wollte mir nur nicht irgendwelchen neuen Kram kaufen, den ich eigentlich nicht wirklich brauche, aber es ist echt schwer. Also ich habe zwischendurch manchmal so Lust, shoppen zu gehen. Ich denke mir, oh Mann, ich will einfach nur mich in mein Auto setzen und losfahren und ordentlich mir alle möglichen Sachen kaufen, mir die neuen Sortimente angucken. Dazu bin ich nämlich noch überhaupt gar nicht gekommen. Und ja, dadurch, dass man durch andere YouTube-Videos manchmal ganz schön angefixt wird, ist auch nicht gerade besonders hilfreich. Aber naja, ich halte das noch durch. Es ist ja nicht mehr lange. Allerdings wäre das ganze Februar-Kaufverbot ziemlich sinnlos, wenn ich dann am ersten Tag des Märzes losrennen würde und gleich mehrere 100 Euro für irgendeinen Kram ausgeben würde. Also das muss ich auf jeden Fall im Auge behalten. Sonst wäre das echt ziemlich sinnlos gewesen. Ja, sonst bin ich halt immer noch bei meinen Eltern zu Hause und lerne ein bisschen für anstehende Prüfungen. Und ja, nächste Woche fahre ich nochmal nach Leipzig für einen Tag, glaube ich. Und wir bauen endlich meine Küche auf. Ich freue mich schon so darauf, wenn ich endlich meine Küche habe. Das wird so toll, denn ich koche total gerne. Und ja, ohne Küche geht das schlecht. Außerdem kriege ich eine Spülmaschine. Ja, ich bin voll der luxuriöse Student mit Spülmaschine. Das ist echt der Hammer. Ich freue mich so darauf, denn Abwaschen ist so ziemlich eine der letzten Tätigkeiten, die ich gerne mache. Also das wird auf jeden Fall ein Highlight für mich werden. Und ja, ansonsten freue ich mich sowieso wieder zurück in Leipzig sein zu werden. Das dauert aber noch ein bisschen, bis ich da wieder eine längere Zeit sein werde. Denn wie ich schon mal gesagt habe, warum sollte ich in meiner Leipziger Wohnung alleine vor mich hin versauern, wo ich immer noch kein Internet habe, wenn ich auch einfach bei meiner Familie zu Hause sein könnte und ja, die mich durchfüttern und ich bei dem Internet habe. Das klang jetzt irgendwie etwas negativ behaftet. War nicht so gemeint. Ja, ansonsten weiß ich noch nicht, was ich heute vorhabe. Ich habe heute Vormittag, weil mir langweilig war, ein bisschen nach Rezepten für Gesichtsmasken und Haarmasken und sowas gesucht, weil ich sowas immer total gerne mache. Am besten, wenn es so ganz einfach ist, dass man solche Zutaten schon zu Hause hat. Und ich habe echt coole Rezepte gefunden für ein Peeling und für eine Haarmaske. Ich glaube, die Haarmaske probiere ich gleich mal aus, wenn ich nach Hause komme. Meine Haare müssen immer wieder gewaschen werden und wenn ich dann vorher noch eine Haarmaske reinschmeißen kann, warum nicht? Also, falls ihr Interesse daran habt, könnte ich auch gerne mal solche selbstgemachten Masken und sowas öfter vorstellen, weil mir das echt viel Spaß macht. Ja, dann, was wollte ich euch noch erzählen? Vorhin hatte ich so viel auf meiner Liste, was ich abhaken wollte eigentlich. Ja, ich habe ziemlich viele Videoideen, die ich momentan noch nicht umsetzen kann, weil ich, wie gesagt, bei meinen Eltern bin und meine ganze Schminksammlung und alles bei mir in Leipzig ist und ich dann schlecht manche Videos drehen kann, weil ich nicht meinen ganzen Kram mit mir mit habe. Ich wurde zum Beispiel getaggt von der Leo, um meinen Nagellack, weiß nicht, wie der Tag jetzt heißt, irgendwas mit Nagellack zu machen. Dann wollte ich meine Parfümensammlung drehen, ein Was ist in meiner Dusche-Video. Ja, ich habe also noch ziemlich vieles geplant. Nur momentan weiß ich nicht so ganz, was ich drehen soll, da ich nicht so viel Kram mitgenommen habe. Aber auf jeden Fall wollte ich nochmal einen Alltagslook oder sowas schminken. Nur irgendwie momentan mit dem Licht ist es irgendwie immer so blöd. Jedes Mal, wenn ich mir denke, oh, jetzt habe ich total Lust dazu, das zu drehen, dann ist das Licht total blöd. Ja, ich labere euch hier total voll, tut mir leid. Ich sollte nicht so klingen, als würde ich euch hier die Ohren voll heulen. Ich habe einfach nur gesagt, was mir gerade in den Sinn kam. Ja.
Ansonsten werde ich jetzt gleich mal weitergehen und nach Hause gehen. Gucken wir mal kurz. Hallo Cisco. Na? Hallo Koda. Kleiner Schleckerhund. Ja. So viel dazu. Dann verabschiede ich mich von euch und hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, auch wenn das nicht das spannendste Video der Welt war. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.